Hallo, hallo, hallo. Der Mero hier mit Let's Play Neutulav 2 Devolution. Der ein oder andere von euch dürfte das Spiel schon kennen, denn es war mein erstes richtiges Projekt. Richtig in Anführungsstrichen. Das Spiel ist jetzt die Tage am Montag auf Steam erschienen und deswegen dachte ich mir, weil es ein grandios, großartiges Spiel ist und kaum ein Mensch dieses Spiel kennt, will ich dem Spiel nochmal als LP eine zweite Chance, ich will es einfach nochmal spielen. Wir hatten ja diese Jux-Aktion damals schon. Das ist, nach einem Jahr habe ich mein allererstes Projekt nochmal LP'd und das wird jetzt quasi ein Vergleich. Wie sehe ich fast 3 Jahre später aus? Neutulav 2. Es wird wieder das komplette Spiel durchgespielt, das heißt, ich werde mir alle 3 Charaktere zur Brust nehmen, nacheinander. Und übrigens, um das jetzt mal aufzuklären, dieses Kerlchen hier oben, das hier ist mein alter YouTube-Avatar gewesen. Nicht Link, dieses Kerlchen hier. Der da. So. Ich würde das Spiel einfach mal starten. Wir würden ein neues Spiel machen. Und ich mach das zum Einstieg mal auf normal. Mit, man sieht, ich habe den zweiten Charakter schon freigeschaltet, weil ich mal gestern schon ins Spiel reingeguckt habe wieder, um reinzukommen. Wir spielen mit Xoda. Hier dem Grünen. Der Grünen. Entschuldigung. Level 1 Start. Und, oh nein, Xoda. Irgendwelche grinsenden Roboter greifen die Stadt an. Du sollst zur Basis, damit wir die Schwere dieser Bedrohung bestimmen können. So. Und da ist dann auch schon der erste Grinserobo. Und vor dem rennen wir mal ganz schnell weg. Denn der macht da voll den... Autsch. Jawoll. Voll den Stunk, wollte ich gerade noch gesagt haben. So. Dann mal hier runter. Wir sind Xoda. Wir sind dieses... Die Kleine hier. Man kann in diesem Spiel nicht viel besteuern. Ganz normal mit WASD. Springen. Wir haben einen Doppelsprung. Wir haben einen Dash, den wir jederzeit benutzen können. Wir können mit der linken Maustaste angreifen, können damit auch zu Gegnern fliegen. Wenn ich quasi direkt auf den Gegner klicke, fliege ich zu dem Gegner hin, um da anzugreifen. Und, wenn ich die Angriffstaste gedrückt halte, lade ich mich auf für so eine Kugel. Und mit der rechten Maustaste setze ich ein Schild, der Kugeln quasi von Gegnern blocken kann. Ungefähr so. Hier. Du darfst nicht schießen. Du darfst auch nicht schießen. Nein. Ich sage nein. Keiner von euch wird feuern. So, hallo. Typ. Autsch. Geht ihr weg. So, jetzt aber. Jetzt sind wir im Spiel quasi drin. Ich will... Hilfe. Oh, oh. Hilfe. Oh, oh. Okay. Du bist weg. Perfekt. Ich weiß nicht, das muss ich direkt sagen, ob das Spiel jetzt zu leise ist, ob es zu laut ist. Die Einstellungen haben eben gepasst, aber irgendwie, da ich das Spiel mit XSplit aufmachen muss und XSplit gerne rummurks, kann es sein, dass es jetzt doch wieder auf einmal nicht passt. Keine Ahnung, das würde ich dann notfalls mit dem nächsten Part oder dem übernächsten nochmal korrigieren. Hilfe! Nein, keine Raketen. Bitte, bitte keine Raketen mehr. Keine Raketen mehr. Ist okay, verschwinde. So, lass mich hier rüber, lass mich hier durch. Rips, 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 dadap. Einfach hier lang. Hilfe! Oh, die Gelben sind fies. Die Gelben sind fies. Nein. Autsch. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. Wieder hoch. So. Macht es auf. Und ein... Dam, 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 dam. Da ist der Boss. So. Hallöchen. Nein. Der macht die beiden in der Mitte. Oh, er macht die... Hilfe. Nein, er macht wieder die in der Mitte. Oh, was macht er? Die Außen. Die sind okay. Hilfe hoch. Und die Außen? Ja, das ist kein Ding. Einfach da dran. Oh, die hätte ich gerne. Oh, die hätte ich so gerne. Hui. Einfach weiter, 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 weiter. Runter. Und los. So, was haben wir hier? Wir haben die nächsten. Du bist bitte einmal kaputt. Hey, ey, 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 ey. Nein. Hör auf zu feuern. Du Arsch. Geh weg. Geh weg. Nein. Bin gerade einfach mal so frei und flitz hier durch, einfach weil es sicherer ist. Weil ich nicht sterben möchte. Lasst mich am Leben. Lasst mich leben.
Hallo Boss! Komm her! Ich geb dir auf den Sack! Mordecai Flug! So, was machst du denn? Du kommst ran. Okay. Okay, das ist kein Problem. Geh weg! Geh. Oh, Hilfe! Nein! Das war knapp! Nein! Nein, habe ich gesagt! Nein! Ducken! Und nach links! Hilfe! Nein! Ey, geh weg! Autsch! Hilfe! Lässt du das sein? Der nächste müsste eigentlich wieder die. Oh, das war dumm! Oh, das war dumm! Das packe ich nicht! Nein! Lieber noch eine Runde! Ich hätte ihn so gerne mit 4 Runden geschafft. Was soll das? Nein. Und nein, habe ich gesagt. So, geh weg. Verschwinde bitte. Geh weg, 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 weg. Wuhu. Okay. So. Irgendwas passiert jetzt? Na komm. Komm her. Komm. Danke. So. Ah, von allen Leuten. Moment, wer bist du? Ah, ich bin back hier. So. Hey, Xoda. Oh, hallo. Hallo, YouTube-Avatar. Da, nochmal, um das klarzustellen. Er da, nicht Link. So. Großartige Arbeit, aber der Sieg ist nur kurz, denn das war der Cyborg Doppelori. Sie war für knapp 100 Jahre ausgeschalten. Gerade nach des letzten Angriffes der Dan-Armee. Aber das ist ein anderes Problem. All diese verrückten Roboter sind Darns. Das ist quasi eine Anlehnung an das erste Spiel. Wo auch alles von diesen Darns angegriffen wurde. Und die tauchen gerade überall in dieser Stadt auf. Und Dr. Tango sagt, dass der Süddistrikt sich zurückverwandelt hat. Sprich, er reist in der Zeit zurück und... Ja, die ganzen Grünhelme sollen da jetzt hin und das mal untersuchen. So, wir haben ein R-Rating bekommen für diese Wertung, für diese Zahlen hier. Das ergibt ein R-Rating, das ist ganz okay, damit kann ich leben. Ich speichere mal und gehe in Stage 2. Level 2 Start! Oh yeah! So, große Teile der Stadt wurden in Orte der Vergangenheit verwandelt. So, und wir vermuten, dass Doppelori, der lustige Cyborg, dafür irgendwie verantwortlich ist. Dann gleich mal los mit dem Sensenmann. Hallöchen. Ja, cool. Schöner kann man mich in so einem Level gar nicht begrüßen, als mit dem Tod höchstpersönlich. Geh mal bitte alle weg. So. Was ist hier? Hier sind die Raketen. Ja. Und dann der Typ links. Geh weg. Geh du bitte auch weg. Verschwinde. Danke. So, einfach alles aus dem Weg räumen. Einfach alles aus dem Weg räumen. Einfach weg mit euch. Irgendwann bricht das Ding schon ein und dann bin ich fröhlich und kann weiter runter. Ungefähr jetzt. Dankeschön. So, das nächste sind die Felsen, die von oben runterfallen. Nein. 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 War's das? Hallo Sensenmann. Wuhu. Ja. Ich glaube, dich schieße ich einfach mal nieder. Das ist definitiv das, oh Gott, sicherste. Und die Schläge bringen kaum was, weil er sich die ganze Zeit so bewegt und man dementsprechend überhaupt nicht an ihn rankommt. Das ist schon nervig. Du bist ein nerviger Gegner. Hör auf damit! Jetzt mal ernsthaft. Ja, das kannst du gerne machen, das ist mir egal. So. Autsch. Bin aber gerade wieder gut. So. Rums, rums, rums. Tschüss, Sensenmann. Miaum. Oh nein, die Zombie-Apokalypse. Zombies. Zombies. Zombie-Roboter. Das macht im Zusammenhang auch irgendwie keinen Sinn, aber wir nehmen es mal so hin. Ups, ihr seid kaputt. Ups, euch geht's gleich auch nicht mehr so gut. Dafür sorge ich gerade einfach mal. Bin mal so frei.
und verdresch euch mal das wunderhübsche Gesicht, das ihr so habt. So, hier rein. Hier rein. Hier rein. Und hier drunter. Dankeschön. Boss Nummer 2. Zumindest für die Stage. So. Krieger auf die Nase, Shield. Geht klar. So. Interessiert mich gar nicht, was du da feuerst. Shield. Das Schöne ist auch, also diese Shield-Nachricht zum Beispiel, die ist jetzt nur, weil wir das gerade das erste Mal auf Normal durchspielen. Ich denke mal, mit dem zweiten Charakter gehe ich dann auch auf die schwere Schwierigkeit. Weil das gerade doch ein wenig sehr locker von der Hand geht. Ja, ein wenig sehr, sehr locker. Aber ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja alles... Ist ja noch der Anfang des Spiels. Man kann sich ja mit der Zeit problemlos noch steigern. So, dichter weg. Und da hoch. Hallöchen, Bosch Nummer 2. Na du, wie geht's dir? O2 Joy. Na du? Oh. Ein komplettes Orchester hat der Sack hier. So, man kann die beiden Teile runterholen. Und ja, tanzt du mal weiter. Wow. Nein. Das heißt, das nächste Mal taucht er hier rechts auf. Ich kann mich da auch schon mal hinstellen. So. Jetzt dürfte er wieder links auftauchen mit dem Angriff. Das ist fies. Und das war zu früh. Nein, er taucht rechts auf. Was soll das? Willst du mich verarschen? Du Sau. So, jetzt aber. Bums. Na komm. Was wird jetzt raus? Okay. Da fällt wieder das Teil runter. Puh, es ist gerade noch nicht so anspruchsvoll, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh nein, falsche... Ja. Ja, jetzt wird er wütend. Jetzt kommt er her. Hallöchen. Es geht. Na du? Es geht. Na du? Das wär's auch. Danke. So. Pups. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Whoop. Schön. Damit wäre Stage 3. Oh, ein. Oh. Da habe ich rumgebosst. Ja. Ich würde sagen, das wär's dann mit Part 1. Ich denke, ich werde immer so 2 Stages in ein Video stecken. Wir speichern dann hier einmal. Und ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play No Way to Love 2. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Stage 3. Hallöchen. Bis dahin und tschö.